also noch. Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns heute und zwar auf der Logimat. Im Moment auf dem Stand der Firma Timocom, an meiner Seite der Herr Frings. Herr Frings, Sie sind auf der Logimat. Das erste Mal Ihr Haus oder schon des Öfteren? Wir sind das erste Mal in diesem Jahr auf der Logimat und Hintergrund ist unsere neue Ausschreibungsplattform TCIBIT, die wir hier dem fachkundigen Publikum präsentieren wollen. Das heißt, es gibt also speziell eine Sache, es wird ja auf der Logimat alles rationalisiert, optimiert, das ganz große Thema, und als Überschrift Kosten sparen. So einfach ist es doch. So, was bieten Sie, sage ich mal, heute, und zwar als Produkt respektive, was bieten Sie hier an oder was stellen Sie hier vor? Wir stellen zum einen unser allherkömmliches Produkt vor, Timocom Truck & Cargo, die Spotmarktplattform, als auch jetzt natürlich unser neues Produkt, TCIBIT, die Ausschreibungsplattform für Unternehmen aus Industrie und Handel und natürlich auch für Spedition und Logistik. Die Unternehmen können dort europaweite Ausschreibungen, Frachtausschreibungen für den Teil- und Komplettladungsbereich durchführen und geeignete Dienstleister aus dem Bereich Teil- und Komplettladung finden. Sie erhalten dadurch eine Markt- und eine Preistransparenz. Das Produkt hinter mir, fangen wir gleich mal an, legen wir mal los. Ja, sehr gerne. Sie sehen hier aktuelle Ausschreibungen. Unterschiedliche Unternehmen, die hier genannt sind, führen Ausschreibungen durch für unterschiedliche Relationen. Wenn wir uns zum Beispiel diese Relation angucken, sehen wir, dass es sich um eine Ausschreibung handelt, die von Hamburg nach Schweden geht. Wir haben hier also nicht nur nationale und Export- oder Importverkehre aus Deutschland, sondern auch natürlich internationale Verkehre, unter anderem Ausschreibungen von Frankreich nach Spanien oder auch von Schweden nach Polen. Das heißt also international bzw. deutschlandweit, je nachdem. Richtig, international, deutschlandweit, wir decken damit komplett Europa ab. Das Programm ist auch in 25 Sprachen veröffentlicht. Der Franzose kann lesen, was der Deutsche ausschreibt, der Pole kann verstehen, was der Italiener macht. Jawohl, nun erstmal herzlichen Glückwunsch und zwar zum letzten Jahr. Ich habe Ihre Zahlen gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, die Firma Timocom hat ja richtig Personal eingestellt. Das heißt, Sie sind auf Expansionskurs. Frage mal so, man sagt ja Timocom, europaweit Marktführer, wie geht das? Andere sitzen im Keller, da geht es nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts. Wo kommt der Erfolg her aus Ihrem Hause? Also ich bin der festen Überzeugung, der Erfolg liegt eigentlich in drei wesentlichen Punkten. Zum einen sind wir seit 13 Jahren auf dem Markt, haben also die entsprechende Erfahrung. Wir bieten ein sehr gutes und einfach zu nutzendes Produkt an und wir haben dazu einen unschlagbaren Preis, eine Flatrate. Der Kunde kann für 119,90 Euro unsere Spotmarktplattform so oft nutzen, wie er kann und mag. Sie haben das Personal nahezu verdoppelt, wenn ich das richtig gelesen habe. Und zwar vom letzten Jahr, das Jahr davor. Ja, wir haben letztes Jahr 75 neue Mitarbeiter eingestellt. Wir haben im Bereich Marketing, im Bereich Entwicklung aufgestockt, aber auch natürlich für unser neues Produkt, die Ausschreibungsplattform TCIBIT, weiteres Personal mit an Bord genommen. Das heißt aber auch, die Sprachen in Ihrem Haus, die sind ja mehr als international, wenn ich mal reinhöre. So, ist das eigentlich ein Callcenter oder wie läuft das ab bei Ihnen? Nein, das sind alles eigene Mitarbeiter. Eigene Mitarbeiter, die muttersprachlich die Sprache des jeweiligen Landes sprechen. Da drüben mein Kollege, der Herr Christo, ist Grieche. Er vertritt bei uns die griechische Sprache. Wir haben unterschiedlichste Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Kulturen. Das ist das auch Schöne bei Timocom. Wir vertreten das Europa in Düsseldorf selbst. Mit Franzosen, mit Spaniern, mit Italienern haben also alle selbst an Bord. Das heißt, geht es dieses Jahr so weiter? Dieses Jahr geht es so weiter. Die Zeichen stehen weiterhin auf Expansion. Das neue Produkt läuft sehr gut an. Wir werden dieses Jahr dann noch weiterhin Fahrt aufnehmen. Und unser Stammgeschäft natürlich ist auch auf einem sehr guten Weg. Ja, da würde ich sagen, für Sie viel, viel Erfolg in diesem Jahr noch. Viel Erfolg auf der Messe Logimat. Viele, viele neue Kunden und schöne Grüße an den Herrn Mann. Kennen Sie den? Natürlich kenne ich den Herrn Mann. Der ist leider heute nicht da. Er wird heute vertreten durch den Herrn Schröder. Beim nächsten Mal ist er wieder mit an Bord. Viele Grüße nach Düsseldorf und viel Erfolg. Dankeschön hier von der Messe Logimat. Herzlichen Dank.